Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie zum heutigen Webinar der E-Control begrüßen, wo wir uns dem Thema E-Mobility widmen. Ein Thema, das natürlich an der E-Control auch nicht spurlos vorübergeht, ein Thema, das derzeit in aller Munde ist, das auch die letzten Tage immer wieder durch diverse Pressemitteilungen, Presseaussendungen und so weiter in den Medien zu finden war. Und ich würde gerne auf einige Punkte eingehen und einige Punkte diskutieren. Und zwar einerseits, was ist jetzt der Stand eigentlich bei der E-Mobility? Wie schaut es damit eigentlich in Österreich aus? Was sind so die Rahmenbedingungen dazu? Wie ist die Marktdurchdringung der Fahrzeuge? Dann wesentlich auch zu diskutieren, was ist jetzt so die Rolle der E-Control? Welchen Bezug haben wir zu diesem Thema? Was sind bei uns die Anknüpfungspunkte? Welche Fragestellungen werden von Kundinnen und Kunden an uns herangetragen? Und dann möchte ich ein Praxisbeispiel zur E-Mobility bringen aus meinem eigenen Umfeld. Und zwar, ich habe mir tatsächlich überlegt, gerade ein Stromauto zu kaufen und würde gern so jetzt ein bisschen die Hürden und Probleme ansprechen, auf die ich gestoßen bin und die dann auch Grundlage für meine Entscheidung waren, ob ich jetzt mir ein Stromauto zulege oder nicht. Ich selbst, der mich nicht kennt, bin der Harald Preudel, bin bei der E-Control der Leiter für den Bereich für Ökoenergie und für Energieeffizienz und bin mit meiner Abteilung seit neuestem eben auch entsprechend verantwortlich für das Thema E-Mobility und werde es jetzt in den folgenden 30 Minuten, so wäre es zumindest geplant, mit Ihnen diskutieren. Zuerst zum Status der E-Mobility, vor allem, was sind da die Rahmenbedingungen dazu, wie schaut es in Österreich damit aus? Ich glaube, relativ gut bekannt oder relativ verbreitet ist es ja, dass sowohl von europäischer Ebene als auch auf österreichischer Ebene das Ziel ist, die CO2-Emissionen im Verkehrsbereich zu reduzieren. Eigentlich sind die CO2-Emissionen, wenn man so sagen kann, der große Brocken rein klimapolitisch, der noch vor uns liegt, wo, glaube ich, in den letzten Jahren am wenigsten passiert ist und wo die meisten und eigentlich drastischsten Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die entsprechenden Klimaziele erfüllen zu können. Wie man da auch sieht, die CO2-Emissionen sind auch im Straßenverkehr, oder der größte Anteil der CO2-Emissionen kommt aus dem Straßenverkehr, auch wenn vor allem der Flugverkehr im Zusammenhang mit dem Emission Trading System immer wieder mal in Verbindung gebracht wird, aber trotzdem die größten Emissionen sind im Straßenverkehr zu finden, mit Abstand größten Emissionen. Dann gibt es natürlich die entsprechenden europäischen Richtlinien. Wir haben Erneuerbarenrichtlinie, Treibstoffrichtlinie und so weiter und alle fokussieren darauf, dass eben auch im Bereich des Verkehrs die Erneuerbaren stärker verankert werden sollten, da ja immer in Diskussion auch mit den Biotreibstoffen, die ja in den letzten Jahren dann doch nicht so populär waren und durch diverse Diskussionen jetzt nicht den Durchbruch so errungen haben, wie man vielleicht sich das ursprünglich vorgestellt hat. Aber es gilt weiterhin, die Emissionen im Verkehr zu reduzieren. Und ein wesentlicher Anhaltspunkt an dem Ganzen ist eben die E-Mobility. Man sagt, okay, man verlagert zumindest die Problematik der Primärenergieträger oder der Bereitstellung des Primärenergieträgers hin zur Umwandlung beim Strom und man hat eben die Emissionen dann zumindest einmal nicht mehr im Verkehr. Und wo man sich dann halt überlegen muss, aus welchen Quellen kann man dann vorrangig eben den Strom herstellen, um den Boom bei der E-Mobility abdecken zu können. Ja, es gibt für uns in Österreich auch einiges zu tun, um entsprechende Rechtsgrundlagen und einen entsprechenden rechtlichen Rahmen zu schaffen. Es gibt von der Europäischen Union eine entsprechende Richtlinie,
die darauf abzielt, den Aufbau der Infrastruktur für die alternativen Kraftstoffe auszubauen, hier technische Spezifikationen für Ladepunkte und Tankstellen eben auch zu definieren und auch die entsprechenden Informationen für die Verbraucherinnen und Verbraucher aufzuarbeiten. Wird umgewandelt bei uns, nationaler Strategierahmen, saubere Energie im Verkehr. Das auf Bundesebene, auf Landesebene gibt es auch den einen oder anderen Maßnahmenplan, um eben die Marktdurchdringung von E-Mobility zu erhöhen. Jüngstes Beispiel bei uns in Österreich oder sehr aktuell ist eben das Förderpaket, das eben geschaffen wurde im Ausmaß von 72 Millionen Euro. Mit diesem Förderpaket, jetzt auch gültig ab März diesen Jahres, sollte eben die Neuanschaffung von privaten E-Mobilen und auch Hybridfahrzeugen, also Plug-in-Hybridfahrzeugen, entsprechend gefördert werden. Da sollte ein entsprechender Anreiz geschaffen werden, um sich diese Kraftfahrzeuge anzuschaffen, aber nicht nur für Private, sondern es auch Förderungen für Betriebe und Vereine geben und eine entsprechende begleitende Initiative für die Ausweitung der Ladeinfrastruktur und auch kommt das grüne Nummernschild, das gerade für Fahrer von E-Mobilen, sagen wir mal, das Fahren erleichtern sollte, das Parken erleichtern sollte, Busspuren sollten genutzt werden dürfen und so weiter. Also hier sollte doch nicht nur eine finanzielle Anreiz geschaffen werden, sondern ein Anreiz auch in den Rahmenbedingungen wird geschaffen, um eben hier es attraktiver zu machen, auf E-Mobile umzusteigen. Zusätzlich passiert einiges weiteres. Zum Beispiel wird beabsichtigt, die bestehenden Ladeinfrastrukturangebote zusammenzulegen, um das Ganze transparenter und auch einfacher für die Kundinnen und Kunden zu machen. Es wird beabsichtigt, ein EU-weites Schnellladenetz zu implementieren und so weiter. Also es passiert schon einiges. Und ich sage mal so, die letzten Monate haben da doch durchaus positive Rahmenbedingungen geschaffen. Nur dazu auch noch der Exkurs nach Deutschland. Auch dort hat man ja schon seit etwas längeren, schon seit Mitte letzten Jahres, auch ein entsprechendes Förderpaket auf die Schiene gebracht. Und in diesem Fall eher auf die Straße vielleicht. Man hat das mit 1,2 Milliarden Euro dotiert, mit der Absicht und mit dem Ziel, 300.000 E-Fahrzeuge in Umlauf zu bringen. Von Juni 2016, wo man das gestartet hat, bis Januar 2017 war allerdings der Erfolg noch eher ein bisschen bescheiden von der ganzen Aktion. Insgesamt hat man 10.800 Förderanträge bekommen, wobei da rund 6.100 wirklich ausschließlich Förderanträge für E-Mobile waren. Der Rest wieder waren auch die Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge. Und auch nur knapp die Hälfte der Anträge wurde tatsächlich von Privatpersonen gestellt. Die andere Hälfte der Anträge kam eben vom Gewerbe. Und da ist man in Deutschland nicht ganz zufrieden mit der Entwicklung. Da wollte man entsprechend mehr haben. Und man begründet das dann in Deutschland auch durchaus damit, dass es einfach immer zu wenig alltagstaugliche Modelle gibt, die man entsprechend auch erwerben kann. Also man sieht da in Deutschland vielleicht eher mehr den Druck in der Industrie, bei den Autoherstellern, hier entsprechend Modelle anzubieten, damit diese Rahmenbedingungen, die geschaffen werden, dann auch von den Kundinnen und Kunden dann tatsächlich ausgenutzt werden. Detail am Rande, was vielleicht ganz interessant ist, auch in Deutschland ist es gedeckelt, der Wert eines Neufahrzeuges, der dann noch gefördert wird. In Österreich sind es 50.000, in Deutschland sind es 60.000 Euro und Tesla hat sogar das Premium-Modell, das Modell S in Deutschland mit Nettowert, den Netto-Anschaffungswert auf 58.000 Euro reduziert, damit man da auch noch die entsprechende Förderung erhalten kann für dieses Modell. Und es gibt tatsächlich 169 Anträge für den Tesla Modell S. Also das ist vielleicht ein Detail am Rande, dass man das hier auch schnell einmal angepasst hat, damit halt alle oder die meisten Modelle, die zur Verfügung stehen, auch von diesen Rahmenbedingungen, die man geschaffen hat, eben erfasst werden. Aber trotzdem ist man da noch nicht ganz zufrieden und man kann auch entsprechend gespannt sein, wie die Entwicklung in Österreich sein wird. Zu den Themen, die uns bei der E-Control in diesem Zusammenhang beschäftigen, ist noch etwas in der Zukunft, haben viele vielleicht auch mitbekommen, sogenannte Ladepunkte-Register.
vielleicht so ein bisschen in Anlehnung auch an den Spritpreisrechner, wo man sieht, wo sind die Tankstellen, zu welchem Preis kann man in einzelnen Tankstellen die Treibstoffe beziehen. Ähnlich geht es in die Richtung Ladepunktregister. Es soll Ortsangaben geben für öffentlich zugängliche Ladepunkte. Und dieses Register soll eben entstehen, ist allerdings noch nicht gesetzlich finalisiert. Das wird im Rahmen dieser kleinen Ökostromnovelle, wie sie eben gerade in Diskussion ist, als Teil davon in diesem Paket noch mitverhandelt. Und man kann gespannt sein, ob dieses Gesetzespaket dann eben kommen wird und dann eben auch die Grundlage für dieses Ladepunkteregister geschaffen ist. Was für uns auch immer wieder Thema ist und wo Fragestellungen an uns herangetragen werden, ist natürlich die freie Lieferantenwahl für die Betreiber von Ladestationen, beziehungsweise auch die Kundenanfragen, inwieweit sie wissen oder inwieweit der Nachweis der Herkunft des Stroms auch für diese Ladestationen garantiert ist, beziehungsweise auch transparent ist. Also die Leute wollen schon wissen, wenn sie tanken, aus welcher Quelle kommt dann der Strom. Also das sind die Fragestellungen, die entsprechend auch an uns herangetragen werden. Und was natürlich auch Thema für uns ist, ist die allgemeine Anschlusspflicht. Ich will als Betreiber einer Ladestation eben eine entsprechende Ladestationinfrastruktur schaffen und eröffnen. Man sagt, okay, gibt es immer wieder Probleme, manchmal zwickt es ein bisschen, dass das wirklich dann auch errichtet werden kann. Da gibt es manchmal auch Kontroversen und Diskussionen mit Netzbetreiber, aber grundsätzlich gehen wir davon aus, es gibt eine allgemeine Anschlusspflicht und eigentlich, wer so eine Ladestelle errichten will und anbieten will, sollte auch die entsprechenden Möglichkeiten haben und eigentlich sollten die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen sein. Also das ist so ein bisschen das Scope von Themen, die entsprechend bei uns diskutiert werden und wo wir davon ausgehen, dass das eigentlich in Zukunft noch zunehmen wird, da sich auch bei diversen Geschäftsmodellen, bei diversen Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit E-Mobility angeboten werden, es auch laufend Änderungen gibt und dementsprechend auch die Diskussionen bei uns weitergehen werden. Nur ein paar Zahlen noch. Wie schaut es mit der E-Mobility in Österreich aus? Positiv kann man sagen, wir haben einen sehr, sehr deutlichen Zuwachs. Also die Stromfahrzeuge haben sich von 2015 auf 2016 bei der Neuzulassung fast verdoppelt, also die reinen Stromfahrzeuge. Allerdings ist der Anteil im Vergleich zu den konventionellen betriebenen Fahrzeugen mit Diesel und Benzin noch immer sehr, sehr gering. Also Diesel und Benzin machen noch immer im gesamten Bestand rund 99% aus. Und der Rest der Technologien, da ist auch jetzt sind die Hybridmodelle dabei, da sind auch die gasbetriebenen Fahrzeuge dabei, machen mal knapp oder rund 1% der Flotte aus. Also da hat man noch ein bisschen Rückstand, da gibt es noch Aufholbedarf, aber die Zuwachsraten sind sehr deutlich. Dieser Folie zeigt, ist nur noch einmal aufgesplittet, die Anzahl und die Entwicklung einerseits bei tatsächlichen reinen Elektrofahrzeugen und eben bei den Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen. Und man sieht, okay, es gibt eine sehr positive Entwicklung, der Anstieg ist deutlich, aber im Gesamtanteil ist es noch immer sehr klein. Und da kann man auch spannend sein, wie die Rahmenbedingungen, die gesetzt worden sind, wie die Anreize, die Förderanreize wirken und entsprechende Zuwächse in den nächsten Monaten, kann man sagen, oder Jahren auch kommen werden. Und das führt mich zur ersten Frage. Sie kennen ja das schon, die regelmäßige Teilnehmer unseres Webinars kennen. Wir haben ja immer ein paar interaktive Fragen. Das wäre heute die erste, die ich gerne stellen möchte. Und auf Basis dessen, was ich gerade präsentiert habe, ist die Frage, warum sind E-Mobile bisher noch nicht so wirklich durchgestartet. Was glauben Sie, wo das Problem ist? Sind die angebotenen Autos noch nicht einfach noch nicht alltagstauglich? Angebotene Autos wären zwar alltagstauglich, sind aber einfach zu teuer. Das Aufladen der Autos ist soweit nicht praktikabel. Die Förderungen und Rahmenbedingungen waren bisher einfach nicht ausreichend, um zuzuschlagen. Oder sagen Sie, stimmt ja gar nicht, die Entwicklung ist ohnehin schon sehr dynamisch und man soll das Ganze eigentlich gar nicht so negativ sehen. Darf Sie bitten, abzustimmen? Ja, es geht voran.
Okay, 70%. Wir haben einen Auszählungsgrad von knapp 80%. 79. Okay, und nach einer halben Minute beenden wir jetzt die Abstimmung. Und das Ergebnis ist interessant, 42%, also ein relativ großer Anteil, sagt, die angebotenen Autos wären zwar alltagstauglich, sind aber zu teuer. Und 30% sagen, die angebotenen Autos sind noch nicht alltagstauglich. Also da ist, glaube ich, eine große Diskrepanz in der Ansicht über die E-Mobility, glaube ich, die man da erkennen kann. Also während die eine knapp die Hälfte sagt, dass die angebotenen Autos einfach zu teuer sind, sagt immerhin fast noch ein Drittel, die sind ja eigentlich gar nicht alltagstauglich. Das Aufladen der Autos ist nicht praktikabel, da sagen 15%. Kaum jemand glaubt, dass Förderungen und Rahmenbedingungen bisher das Problem waren, und 11% sind der Meinung, die Entwicklung ist ohnehin schon sehr dynamisch. Gut, dann können wir endlich weitergehen. Prognosen gibt es unterschiedliche, wie sich der Bestand an E-Mobilen weiterentwickeln wird. Das ist halt doch von einigen Faktoren abhängig, und man findet da die verschiedensten entsprechenden Szenarien. Ich habe mir einfach ein beispielhaftes herausgegriffen, da ein Szenario von PwC gefunden, der sagt, ab 2027 wird es sich so verhalten, dass erstmals mehr Elektromobile zugelassen werden als reine fossilbetriebene Fahrzeuge. Das habe ich einfach beispielhaft herausgegriffen und komme dann in diesem Szenario bis 2030 auf knapp 250.000 reinen E-Mobilen am Markt. Würde man den Zuwachs, den wir von 2015 auf 2016 hatten, auch ab 2017 konstant lassen, dann wären es zum Beispiel deutlich weniger Fahrzeuge, dann wären wir bei nicht einmal 70.000 Fahrzeugen. Also man kann sich natürlich überlegen, die Wahrheit wird irgendwo vielleicht in der Mitte liegen, vielleicht wird es aber sogar in den nächsten 10 bis 15 Jahren noch dynamischer werden. Wir werden weit mehr Elektromobile im Markt haben, aber das ist so mal jetzt der Rahmen oder so mal die Anzahl, von der man vielleicht am derzeit wirklich ganz gut ausgehen kann. Was bedeutet das so für die Erzeugung jetzt, für die Stromerzeugung in Österreich? Szenario A sind eben diese angesprochenen nicht mal 70.000 Fahrzeuge, wir wären dann in 2030 eben bei 65.600 Fahrzeuge, was zu diesem Zeitpunkt verglichen mit heute mit dem Bestand 1,4% der Fahrzeugflotte wäre. Das wäre, würde man die alle gleichzeitig anschließen, wäre das eine Spitzenlast von 1313 Megawatt, was ungefähr 5% der aktuellen Engpassleistung entspricht. Und der Jahresverbrauch dieser Fahrzeuge in diesem Szenario wäre 144 Gigawattstunden, was wirklich nicht viel ist. Also das wäre, glaube ich, für das System überhaupt kein Problem. Das sind rund 0,2% des aktuellen Jahresverbrauchs oder sogar ein Fünftel der aktuell bereits installierten PV-Erzeugung. Also das wäre, ich glaube, systemtechnisch jetzt kein Problem. Szenario B, wo ich sagte, okay, wir wären vielleicht bei knapp 250.000 Fahrzeugen im Jahr 2030, wäre, glaube ich, noch immer ein Rahmen, den man relativ problemlos handeln könnte. Das wären 5% des aktuellen Bestandes an Kraftfahrzeugen. Die Spitzenlast, wenn tatsächlich wirklich alle Fahrzeuge gleichzeitig angeschlossen werden, wären dann aber zwar immerhin 19% der aktuellen Engpassleistung. Und der gesamte Jahresverbrauch dieser Fahrzeugflotte wären dann 534 Gigawattstunden. Das ist noch immer nicht mal 1% des aktuellen Jahresverbrauchs und entspricht ungefähr der aktuellen PV-Erzeugung, die wir bereits jetzt im Netz haben. Also diese Szenarien, glaube ich, machen uns aus rein Stromversorgungssicht noch nicht wirklich nervös. Ich glaube, da hat man auch einen entsprechenden Rahmen, um sich weiter auf diese Entwicklungen vorbereiten zu können, um die notwendigen Infrastrukturen auszubauen. Ich habe noch spaßeshalber, sage ich dazu, ein extremes Szenario dazu gefügt, was wäre, wenn 2030 alle 5 Millionen Kfz, die wir in Österreich haben, auf Strom gestellt wären. Da hätten, um sich das nur in einer Dimension vorzustellen zu können, dafür braucht man Photovoltaikanlagen im Ausmaß von 13.750 Fußballplätzen. Also da müsste jede der 2100 österreichischen Gemeinden einer PV-Fläche von 6,5 Fußballplätzen errichten, nur damit man da so ein bisschen ein Gefühl dafür hat.
Aber ich glaube, das Szenario werden wir in 2030 nicht haben. Ja, da noch eine Karte, wie es jetzt zurzeit mit den Ladepunkten und der Infrastruktur ausschaut. Also man sieht das im hochrangigen Straßennetz, also was Autobahnen, was Schnellstraßen betrifft, glaube ich, das Ganze schon relativ problemlos ist. Also das Verhältnis von bestehender Anzahl an E-Mobilen zu dem, was an Ladeinfrastruktur geboten wird. Ich glaube, da dürfte es kein Problem geben. Also ich glaube, es wird kaum Wartezeiten bei Ladestationen geben. Also ich glaube, das Verhältnis ist derzeit sehr positiv, wird sich aber natürlich entsprechend weiterentwickeln müssen, wenn entsprechend E-Mobile dann in weiterer Folge noch dazukommen. Aber für die Entwicklung folgt auch unsere zweite Frage im heutigen Webinar, und zwar: Wann werden aus Ihrer Sicht E-Mobile das Straßenbild beherrschen? Sagen Sie, kurzfristig bereits in den nächsten 5 Jahren wird es da so einen starken Zuwachs geben, dass das zum Straßenbild gehört? Sagen Sie, nein, das ist noch mittelfristig, 5 bis 10 Jahre wird das noch mindestens dauern, bis die E-Mobilität zumindest ansatzweise die konventionellen Fahrzeuge verdrängt. Oder glauben Sie auf Basis Ihrer Erfahrungen, dass auch längerfristig E-Mobile nicht massentauglich sein werden? Darf ich Sie wieder bitten, kurz abzustimmen? Wir haben bereits wieder einen Auszählungsgrad von über 80%. Die letzten Teilnehmer noch. Okay, ich glaube, wir können abschließen. Ja, also der Großteil glaubt, dass es noch die nächsten 5 bis 10 Jahre dauern wird, bis die E-Mobile den großen Durchbruch schaffen werden. Es sind 72%, die eher die Antwort 2 gewählt haben. 22% glauben immerhin noch, es wird noch weit länger dauern, also über einen Zeitrahmen von 10 Jahren hinaus. Und 7% glauben, na, kurzfristig ist es bereits so, dass sich die E-Mobile durchsetzen werden. Also aber man kann sagen, rund 3/4 sind davon überzeugt, dass es die nächsten 5 bis 10 Jahre sein werden, die hier entscheidend sind. Gut, nur ganz kurz noch eine Auflistung der Marktteilnehmer. Also ich habe das einfach auch zusammengefasst, als E-Mobility ist definitiv kein Selbstläufer. Es gibt viele Förderungen. Es gibt viel Bürokratie, es gibt noch wenig Markt in dem ganzen Setting. Es gibt eine ganze Reihe von Marktteilnehmern, die hier eine wesentliche Rolle spielen. Und da ist halt auch die Frage, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird, inwieweit hier irgendwann einmal der Markt das ganze Setting übernehmen wird oder inwieweit Behörden, Länder, auch die Regulierungsbehörde da weiterhin eine zentrale Rolle spielen werden, um hier entsprechenden Anschub schaffen zu können, dass es hier zu dem gewünschten Effekt kommen wird. Was mir auch zur nächsten Frage gleich führt, wenn Sie jetzt an die Akteure und Marktteilnehmer denken, was glauben Sie, wer werden die Player der Zukunft sein, beziehungsweise wie wird sich das Geschäftsmodell in Zukunft, wenn es um E-Mobility geht, entwickeln? Glauben Sie, das wird völlig klassisch werden, wie wir es jetzt bisher auch schon im Kfz-Bereich haben? Es wird die Automobilhersteller geben, die ihre Kfz verkaufen und daran verdienen. Es wird einige wenige Ladestellenanbieter am Ende geben, die halt dementsprechend ihren Business Case da drinnen haben. Oder glauben Sie, dass die E-Mobility diverse Dienstleistungen oder Trägerrakete für diverse Dienstleistungen sein wird und auch das Nutzungsverhalten vielleicht massiv ändern werden, wird das Carsharing mit Mietautos und so weiter sich viel stärker durchsetzen werden? Oder glauben Sie als dritte Möglichkeit, dass E-Mobility so überhaupt die Trägerrakete für den sogenannten Prosumer sein wird, also dass das wesentlich zur Ausweitung der dezentralen Energieversorgung beitragen wird, dass diejenigen, die sich ein E-Mobil kaufen, werden gar nicht mehr vielleicht zur Tankstelle fahren werden oder zur Ladestation fahren werden, sondern dass das alles nur noch in den eigenen 4 Wänden stattfinden wird. Darf Sie wieder bitten, es wird eh schon eifrig abgestimmt.
Ja, hier zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Okay, das Ergebnis ist, 38% glauben, es wird einfach so bleiben, dass die Automobilhersteller und die Ladestellenanbieter das Geschäft untereinander ausmachen werden. 34% glauben, es wird sich wirklich was am Nutzverhalten tun. Also es wird jetzt von dem, wie wir es bisher gewohnt waren, unsere PKWs zu nutzen, dass sich das doch deutlich ändern wird. Und immerhin 28% glauben aber, dass E-Mobility die Trägerrakete für den Prosumer sein wird. Also wir haben hier ein Verhältnis von 38 zu 34 zu 28, also doch recht ausgeglichen, wo man auch sehen kann, dass man einfach diese Entwicklung noch nicht wirklich abschätzen kann, wohin da insgesamt die Reise gehen wird und wer sich da letztendlich durchsetzen wird, sowohl an Anbietern als auch an Dienstleistern und wahrscheinlich kann man auch da über Technologien diskutieren. Gut, dann möchte ich noch mein Praxisbeispiel anbringen. Ich habe es mir tatsächlich gerade eben überlegt, bei mir ist es an der Zeit gewesen, über die Anschaffung eines neuen Kfz nachzudenken und für mich ist jetzt wirklich die Frage schon oder zur Diskussion standen, kaufe man noch einmal ein Benzin- oder Dieselauto oder schaffe ich mir ein E-Mobil an oder fahre ich nur noch mit dem Zug. Und da habe ich ein bisschen die Kosten und Reisezeiten miteinander verglichen und habe als Referenzwert herangezogen den Weg vom Rudolfsplatz, also von der E-Control, zu mir nach Hause nach Selbridge in Kärnten, in der Marktgemeinde Velden am Wörthersee. Das ist so mein Standard, meine Standardfahrt, die ich anwende. Und haben überlegt, wirklich im Vordergrund gestellt, die Fahrt von Wien nach Kärnten, was kostet mich diese Fahrt und was ist die Zeit, die ich dazu benötige? Habe da als Referenz angewählt die Fahrt über die E6, Semmeringbruck an der Mur, Niemann Referenztag, Freitagnachmittag, bei schönem Wetter im Juli von Wien raus. Wer das kennt, weiß, da kann es schon mal eine Stunde dauern, bis man überhaupt bei der SCS draußen ist. Ich habe, wie gesagt, im Vordergrund bei den Kostenbetrachtungen im Vordergrund gestellt, was kostet mich jetzt wirklich die Fahrt? Das ist kein wissenschaftlicher Ansatz, sondern wirklich einfach nur, es ist jetzt für mich die persönliche Entscheidung zu treffen. Habe auch gar nicht so sehr den Anschaffungspreis der Fahrzeuge in den Vordergrund gestellt, weil ich gesagt, okay, ein Auto brauche ich so oder so, weil auch selbst wenn ich mit dem Zug fahren würde, bräuchte ich, wenn ich zu Hause bin in Velden am Wörthersee, ein Auto, weil wenn ich dort am Wochenende zum Beispiel verbringe, bin ich auf ein Auto angewiesen, weil es völlig unmöglich ist, sich dort mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortzubewegen. Also ein Auto bräuchte, auch wenn ich mit dem Zug von Wien nach Kärnten fahre, bräuchte ich ein Auto vor Ort trotzdem. Deswegen auch hier vielleicht die Anschaffungskosten etwas nachrangig betrachtet, sondern hier einfach wirklich nur der Vergleich, die Fahrt, die Kosten für die Fahrt und die Dauer. Verglichen habe ich eben als E-Mobil den neuen Opel Ampera, wo ich gedacht habe, okay, das ist ein Fahrzeug, zumindest ist bei uns noch nicht vorhanden, aber zumindest so wie es angekündigt wird, hat schon eine entsprechende Reichweite. Die Herstellerangaben sagen 500 Kilometer oder sogar mehr. Die Testergebnisse waren eigentlich auch ganz positiv. Die reden von 300 bis 400 Kilometer, was man mit dem Auto kommt. Der Anschaffungspreis dürfte ganz vernünftig werden. Also man geht davon aus, dass das irgendwo zwischen 35.000 und 40.000 Euro liegen wird, sage ich einmal. Und die Größe von dem Auto ist auch entsprechend. Für mich ist da der Referenzwert, ich muss ein Fahrrad hineinbekommen. Und ich denke, das wird sich dabei ausgehen. Referenzmobil für ein Dieselauto habe ich mein Citroën DS5 hergenommen, der sogar Hybrid ist, kein Plug-in-Hybrid, Normal-Hybrid, verbraucht aber trotzdem entsprechend Diesel und der Hybrid aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ist auf diesen Strecken, die ich da fahre, eigentlich nicht wirklich sehr positiv zu bewerten, also es bringt mir jetzt nicht wirklich viel. Und ich habe eben als verglichen eine Fahrt mit dem Railjet direkt von Wien nach Velden am Wörthersee, muss nicht umsteigen. Von der Zeit her gesehen, muss man sagen, okay, das Auto gewinnt auf der Strecke Wien-Kärnten nicht wenig überraschend. Da braucht der Railjet doch, ich sage, um rund 50 Minuten mehr, als wenn jetzt mit dem Auto fahren würde. Ich sage, wenn ich meine DS5 in Wien voll betank, brauche ich keinen Boxenstopp machen, ich fahre in einem durch. Beim Ampera
Ich glaube den Herstellerangaben nicht ganz, dass ich die Strecke schaffe. Ich glaube auch an einem heißen Julitag, wenn ich die Klimaanlage voll aufdrehen muss, dass mir die Fahrt nicht ganz gelingen wird in einem durch. Deswegen habe ich da einen Boxenstopp zum Aufladen eingeplant. Und beim Railjet sage ich auch, ich fahre natürlich in einem durch von Wien nach Kärnten, aber ich muss trotzdem insofern einen Boxenstopp machen, wenn ich im Velden am Wörthersee am Bahnhof stehe, muss ich trotzdem noch irgendwie zu meinem Haus dort kommen und da brauche ich zumindest ein Auto oder eine Taxifahrt oder was auch immer. Das heißt, mit der DS5, mit dem Dieselauto bin ich am schnellsten, weil beim Ampera habe ich eine Viertelstunde dazu, die ich als Tanken eingerechnet habe und beim Railjet bin ich in diesem Vergleich einfach am langsamsten. Dann die Fahrtkosten. Die Fahrtkosten sind, so wie ich sie einmal einfach kalkuliert habe, relativ ähnlich, muss ich sagen. Also ich habe beim Start für die DS5 brauche ich ungefähr, ich sage mal so zwischen 26 und 30 Euro für die Fahrt, für den Diesel für die 350 Kilometer oder was sie sind. Ich tanke beim Start den Ampera voll. Das kostet mich bei einer von mir gewählten Variante bei einer schnelleren Ladestation 24,5 Euro und beim Railjet kostet mir das Ticket mit der Vorteilskarte mit der Sitzplatzreservierung 31 Euro. Beim Ampere habe ich gerechnet, ich muss unterwegs noch einmal tanken, das wären dann knapp 7 Euro, also man sieht, da bin ich gesamt bei Kosten, was mir jetzt nur die Fahrtkosten betrifft, bei zwischen 26 und 31 Euro irgendwo da drinnen, also relativ ähnlich. Was ich nicht gemacht habe, habe ich schon gesagt, ich habe keine Vollkostenbetrachtung gemacht, also ich habe jetzt nicht umgerechnet jetzt die Anschaffungskosten oder die Verschleißkosten bei den Kfz, die habe ich nicht mit reinkalkuliert. Ist jetzt natürlich von der Betrachtung ein bisschen unfair gegenüber dem Railjet, aber wie schon eingangs erwähnt, für dieses Beispiel, ich würde in Kärnten trotzdem ein Auto brauchen, weil dort vom Bahnhof weg mir einfach nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen kann. Also habe ich diese Betrachtung einmal vereinfacht so belassen. Aber die Fahrtkosten sind relativ ähnlich, wo ich sage, okay, da habe ich jetzt nirgends einen großen Vorteil, aber das muss man dazu sagen, den Ampera hätte ich wahrscheinlich auch um die Hälfte betanken können. Was mir jetzt ein bisschen auch zu einem Fazit führt, nämlich nach der Frage ist beim Vergleich, sind die E-Mobile auch alltagstauglich? Ich sage mal, sie werden alltagstauglich. Modelle wie der Ampera bringen eben größere Reichweite und vor allem auch Anschaffungskosten mit, die, sage ich mal, massentauglich werden. Die Fahrt aufgrund des einmaligen notwendigen Ladevorgangs wird jetzt nur unwesentlich länger, das ist jetzt sicher nicht das große Problem. Der Kostenvorteil beim Treibstoff könnte beim E-Mobil liegen. Das kommt halt immer darauf an, wo ich tanke, in welcher Variante ich tanke, da es eben von den Ladegeschwindigkeiten da doch sehr unterschiedliche Varianten gibt. Und beim Benzin und Diesel sind wir noch auf einem relativ niedrigen Niveau, wo man sicherlich davon ausgehen kann, das wird wieder einmal steigen. Also ich denke, da hat das E-Mobil auch schon gewisse Vorteile. Die Ladeinfrastruktur ist sicher ausreichend. Also ob ich jetzt auch nach Kärnten oder Tirol fahre, werde ich diesbezüglich sicher keine Probleme haben. Und und wie man im Vergleich gesehen hat, wenn ich jetzt so sage, okay, wie lang fahre ich, was kostet mich das jetzt ohne der Vollkostenbetrachtung, gewinnt das E-Mobil auch gegen den Zug, würde ich mal sagen. Ein bisschen ein Problem, und das war jetzt auch mein Riesenproblem an der ganzen Geschichte, ich wohne in Wien, habe mein Auto sogar in einer Parkgarage, habe aber dort keine Möglichkeiten zu laden. Draußen entlang der Straße gibt es auch nirgends eine Lademöglichkeit. Der nächste Charger von mir ist ungefähr 1,5-2 Kilometer entfernt. Also ich habe da ein massives logistisches Problem. Wenn ich jetzt einen leeren Tank habe, was mache ich? Wohin fahre ich? Wie lange brauche ich? Wann hole ich das Auto von dort wieder ab? Wo stelle ich es dann wieder ab? Also das ist wirklich mein größtes Problem in diesem Zusammenhang gewesen. Auf was ich auch in diesem, einfach bei meinen eigenen Berechnungen sind die Kosten für das Laden sind äußerst intransparent. Also es gibt verschiedene Modelle, die angeboten werden, aber es ist ein bisschen schwierig zu entlarven, wann tanke ich am billigsten. Ist es eine Variante, wo ich jetzt zum Beispiel eine mit oder ohne
Grundgebühr, die ich bezahlen muss. Mache ich es auf einer langsamen Ladevorrichtung oder in einer sehr schnellen Ladevorrichtung, da unterscheiden sich überall die Preise und deswegen ist das ein bisschen sehr undurchsichtig, glaube ich, für den einfachen Verbraucher abzuschätzen, wo und wann bedanke ich mein E-Mobil eigentlich am günstigsten. Also das sind bei meinen eigenen Vergleich und bei den eigenen Entscheidungen, in meiner eigenen Entscheidung, die ich getroffen habe, so ein bisschen die Plus und Minus. Und bin jetzt einfach für mich selber dann leider auch draufgekommen, dass es für ein E-Mobil einfach noch zu früh ist, dass ich entsprechend vor allem das Problem habe, dass ich auf meinem eigenen Wohnsitz nicht laden kann. Und deswegen ist es für die nächsten 3 bis 5 Jahre, wie wir es vorher in der Fragestellung hatten, leider wieder ein Benzinauto geworden. Ich habe das Ganze dann noch einmal verglichen auch, was ist eigentlich, wenn ich jetzt also den viel angepriesenen Prosumer in dieses Modell entwickle, wenn ich sage, okay, ich habe zu Hause PV-Anlage am Dach, ich habe eine Batterie in der Garage oder im Keller und eben ein entsprechendes E-Mobil. Auch ein Modell, das natürlich nur für diejenigen zu vollziehen ist, die entsprechend auch ich sag mal, im Land wohnen oder zumindest ein Einfamilienhaus haben, wo sie das alles installieren können, also für einen mehrgeschossigen Wohnbau. In der Stadt ist das auch ein Modell, das eher nicht anzuwenden ist. Wo ich sage, okay, wenn ich jetzt meine PV-Anlage am Dach habe und das jetzt einfach total einfach wirklich durchrechnen und sage, ich habe eine 5 kW Peak-Anlage, ich habe 900 Vollerstunden, ich habe im Jahr einen Jahresertrag von 4500 Kilowattstunden. Was schon einmal sehr positiv ist, weil wenn ich das jetzt übers Jahr rechne, brauche ich für mein Opel Ampera, wie in diesem Fall ist, und entsprechende Kilometer Jahresleistung, brauche ich 2200 Kilowattstunden. Also eigentlich habe ich in der PV-Anlage mehr Ertrag übers Jahr gesehen, als ich tatsächlich fürs Volltanken von meinem E-Mobil brauche. Und habe sogar einen deutlichen Überschuss. Das klingt grundsätzlich positiv, aber ich habe einfach den Nachteil, dass ich allein bei der Erzeugung von der Photovoltaikanlage während der Jahreszeit einen sehr, sehr großen Unterschied habe, dass der Großteil von meiner Erzeugung findet zwischen April und Oktober statt, zwischen April und Oktober statt, während von zwischen Oktober und März oder zwischen November und März relativ wenig Erzeugung habe. Also kann ich schon einmal von dem her diese Jahreserzeugung, die ich da in meiner PV-Anlage habe, nicht mehr viel wirklich, nicht mehr 100% oder nicht mehr ganz optimal für das E-Mobil einsetzen. Und, da muss man auch noch dazu sagen, wir sind in so einem Fall auch noch in einem Idealszenario, wo ich sage, immer wenn die Sonne scheint, wenn Strom erzeugt wird, dann habe ich das E-Mobil auch zu Hause stehen und kann laden, was aber allerdings in den meisten Fällen ja gar nicht vorkommen wird, sondern meistens wird ja das E-Mobil untertags in der Arbeit stehen, im Park and Ride oder sonst wo stehen und die kann es entsprechend mit der Ladestation oder mit der PV-Anlage zu Hause befüllen. Und wenn ich in diesem Prosumer-Modell eben, um das zu überbrücken, einen Speicher dazu einbaue, dann kann ich das Ganze natürlich ein bisschen optimieren, ich kann es optimaler nützen, allerdings auch nicht im vollen Ausmaß, das muss man auch dazu sagen, weil die gängigen Speicher, die derzeit zur Verfügung stehen, ich beziehe mich da jetzt zum Beispiel eben auf diese Tesla Powerwall, die hat am Maximum von 15 oder 16 Kilowattstunden. Wenn ich jetzt die Tageserzeugung an einen idealen Tag, an einen Sommertag betrachte von meiner 5 kW Peak-Anlage, dann wird sich so verhalten, dass ich nach Abzug von dem, also von der, wenn ich von der Erzeugung an diesem Tag den Strombedarf des Haushalts abziehe und eine Befüllung des Speichers abziehe, habe ich noch immer einen Überschuss, mit dem ich irgendwas machen muss. Und wenn ich jetzt mit einem leeren Tank nach Hause komme, dann habe ich im Speicher trotzdem nicht genug Strom de facto gespeichert, um das Auto zu 100% zu befüllen. Also anhand dieses Beispiels sieht man auch, technisch ist sehr vieles möglich. Kombination aus PV-Anlage, E-Mobile und lokalen Speicher kann einiges oder viel zur optimalen Nutzung beibringen. Allerdings ist es mit einigen technischen und finanziellen Aufwand verbunden. Und gerade was die Speichertechnologien betrifft, sind die Speicher noch immer, glaube ich, für den Hausgebrauch ziemlich teuer, also da wird man sich schon immer dann irgendwann einmal überlegen müssen, ob das von den Investitionskosten sich dann tatsächlich auch noch aus
zahlt, um diese Situation zu 100% zu optimieren, beziehungsweise dass ich 100% von dem Strom, den ich in meiner eigenen PV-Anlage erzeuge, auch wirklich nutzen kann. Und von diesem Beispiel, das ich da gewählt habe, auch zu sagen, auch kommt klar raus, es hilft auch nichts, jetzt eine überdimensionierte PV-Anlage zu errichten, weil ich habe nur mehr Strom, den ich dann in diesem Speicher, den ich gewählt habe, einfach nicht mehr speichern kann. Also man muss sich hier doch einiges in diesem Zusammenhang überlegen, was da die optimale Situation ist, auch wenn technisch sehr viel möglich ist. Gut, ich habe jetzt auch schon ein bisschen überzogen, deswegen komme ich jetzt auch zum Schluss. Ich habe nur noch einmal zusammengefasst am Ende, was ich schon zu Beginn einmal angerissen habe, was sind die häufigsten Fragen, die an die E-Control herangetragen werden. Das sind, wer darf zum Beispiel Ladestellenbetreiber sein, wo man sagt, natürlich dürfen das nicht nur EVU sein, sondern kann eigentlich im Prinzip jeder sein, wenn man halt die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen erfüllt. Und das betrifft jetzt nicht nur das Elektrizitätsrecht, das betrifft auch Gewerbeordnungen und andere Geschichten. Dann ist halt immer wieder die Frage, in einem Mehrparteienhaus, wenn dort eine Ladeinfrastruktur errichtet wird, geht das, kann man das machen? Grundsätzlich aus unserer Sicht, alles was Stromverbrauch betrifft, was das Zähl- und Messwesen betrifft, natürlich kann man viel machen und eigentlich kann man alles machen, aber es muss halt mit entsprechenden Zählern klar abgeregelt sein, es muss ganz klar sein, wem der Strom zugeordnet wird, und das Ganze muss eigentlich ganz klar abzurechnen sein. Das sind immer die wichtigsten Eckpfeiler, die man da berücksichtigen muss, und es muss natürlich einen Verantwortlichen geben für das Ganze. Und in einem Mehrparteienhaus wird es dann die Hausverwaltung sein, ansonsten müsste eigentlich jeder einen eigenen Zähler errichten. Werde ich zum Stromhändler, wenn ich nach Kilowattstunden statt Minuten abrechne? Sie kennen das vielleicht, bei den Ladestationen wird häufig nach Minuten abgerechnet. Aber trotzdem auch hier die Antwort, nein, das macht jetzt für uns da keinen Unterschied. Wie viele Ladestellen für ein Mehrparteienhaus werden benötigt? Das ist lustigerweise auch eine Frage, die sehr oft an uns gerichtet wird. Dafür gibt es derzeit keine gesetzliche Grundlage im eigentlichen Sinne. Es gibt aber auf europäischer Ebene bereits auch in den Richtlinien Rahmen, die dafür geschaffen werden sollten, dass eben auch Mehrparteienhäuser zumindest einmal so weit, wenn sie neu errichtet werden, so weit einmal vorbereitet sind, dass man dort auch die entsprechende Infrastruktur schafft, damit E-Mobile eben dort betankt werden können. Und was gerade im Bereich von meiner Abteilung doch immer wieder Thema ist, die Frage, inwieweit kann ich garantieren, dass an öffentlichen Ladestationen Grünstrom angeboten wird, beziehungsweise inwieweit können die Kunden davon ausgehen, dass an Ladestationen auch eben Grünstrom angeboten wird und das garantiert zur Verfügung gestellt wird. Also da sind wir derzeit in einem Bereich, wo ich sage, für eine Ladestation gilt das Gleiche wie für jeden anderen Bezugspunkt. Wir haben ein Prinzip, dass wir sagen, okay, wir haben ein Lieferantensystem, ein Lieferant muss den Strom kennzeichnen. Und das gilt auch für diesen einen Bezugspunkt, für diese eine Ladestation. Also der Lieferant, der diese Ladestationen bedient, für diesen Lieferanten ist auch diese Ladestation in diesem Portfolio der Gesamtabgabe drinnen. Da gibt es eigentlich noch keinen Unterschied. Wenn wir gleich wissen, dass es da immer wieder die Ideen und die Ansätze gibt, hier entsprechende Produkte anzubieten und auch den Kunden entsprechend anzubieten, dass zu 100% Grünstrom getankt wird. Aber das sind vielleicht Sonderlösungen oder Sondergeschichten, aber rein was die gesetzlichen Grundlagen betreffen, ist das so zu behandeln wie die ganze andere Stromkennzeichnung für alle anderen Anwendungen und für alle anderen Kunden auch. Gut, damit zum Fazit. Klar ist, ich glaube, das ist nicht zu leugnen, E-Mobility ist soweit einmal nicht mehr aufzuhalten. Die Rahmenbedingungen werden geschaffen, die Marktdurchdringung wird noch etwas dauern. Meiner Meinung nach hat man auch gesehen bei den Fragen, die wir gehabt haben, auch dort ist man doch großteils der Meinung gewesen, dass es noch 5 bis 10 Jahre dauern wird, bis sich die E-Mobile dann wirklich tatsächlich durchsetzen werden. Ich sage, in gewissen Bereichen, in gewissen Anwendungsbereichen sind die E-Mobile schon heute zu 100% tauglich. Ich denke da etwa an Fuhrparks, Fahrzeugflotten von Unternehmen, wo man eben jetzt in der Früh das Auto ausfasst, entsprechend die Arbeit zu verrichten, die damit zu tun ist.
Abend wieder zurückkommt und auch am Parkplatz von diesen Unternehmen dann entsprechende Ladevorrichtungen hat, um diese Fahrzeuge dann wieder aufzutanken. Also ich glaube, in solchen Fällen ist der Anwendungsbereich zu 100% gegeben. Ich sage im privaten Bereich, und das war auch das Ergebnis meiner eigenen Recherche beziehungsweise die Grundlage meiner Kaufentscheidung schlichtweg, da hat es noch Schwächen, das muss man dazu sagen. Gerade das Laden im Ballungszentrum, im mehrgeschossigen Wohnbau, ist ein Problem. Da bin ich wirklich in meinem sehr kleinen Bereich einfach daran gescheitert, wo ich gesagt habe, das ist für mich einfach nicht alltagstauglich. Im öffentlichen Bereich muss ich sagen, alles, was jetzt die Ladestationen im hochrangigen Straßennetz betrifft, erscheint es mir derzeit, dass das ausreichend und flächendeckend verfügbar ist. Also das dürfte kein Problem sein, auf jeden Punkt, den ich in Österreich oder auch mittlerweile in Europa erreichen will, da werde ich eine Ladestation finden und die Fahrt kann man, glaube ich, problemlos antreten. Netzanschluss, Errichtung von Ladestationen, also das ist, was die Infrastruktur betrifft, ja, es gibt immer wieder Detailfragen, aber grundsätzlich aus unserer Sicht steht der Errichtung von Ladestationen nichts im Weg. Wie bei jedem anderen Netzanschluss müssen halt die entsprechenden rechtlichen Vorgaben erfüllt werden. Aber grundsätzlich ist es beim Netzanschluss relativ egal, welche Anwendung hinter dem Zählpunkt liegt. Es muss halt einfach nur ein Netzzugangsvertrag hergestellt werden und dann, denke ich, sollte der Errichtung für eine Ladestation, für Ladestationen nichts im Wege stehen. Aber, und das sage ich jetzt auch da schon deutlich, also Angebote, Geschäftsmodelle werden sich mit der Zeit ändern, das merkt man schon. Das Strommarktmodell als Ganzes vielleicht nicht unbedingt, dass man da jetzt auch schon dran rütteln muss, aber ich glaube, dass sich gewisse Regeln und Anforderungen sicher mitwachsen werden müssen. Ich denke da immer an das Beispiel des Prosumers, aber ich sage auch mit der Versorgung mit Grünstrom der Ladestationen, dass man da kurzfristig sicher mitdenken muss und auch sicherlich aus der Gesetzgebung heraus, auch aus der Regulierung heraus, sicherlich die eine oder andere Anpassung durchführen wird müssen, damit man hier die entsprechenden Geschäftsmodelle auch anbieten kann und dass das Ganze letztendlich auch zum Fliegen beginnt. Gut. Damit bin ich letztendlich auch am Ende. Ich darf mich für die Aufmerksamkeit bedanken, darf mich bedanken für die Teilnahme an den Umfragen. Sollte es Fragen und Diskussionen geben, hier noch einmal meine Kontaktdaten, können wir natürlich jederzeit gerne kontaktieren und darf natürlich auch die Geschicke und die News auf unserer Webseite darauf aufmerksam machen, wenn dann das nächste Webinar mit dem nächsten Thema angekündigt wird. Darf mich nochmal recht herzlich bedanken und darf Mahlzeit sagen.